Das sind die Zwillingsgeschwister Vanessa und Mario an ihrem 9. Geburtstag. Und eigentlich sollte man doch glücklich dreinschauen an seinem Ehrentag. Und damit sind wir schon wieder mittendrin im Ehrenhaus Deutschland. Willkommen beim Deutschland-Kurier-Kanal, habt ihr nicht vergessen, und folgt uns bitte auch auf Telegram. Das wird, wie gesagt, von Tag zu Tag wichtiger. Telegram ist unsere Arche Noah und eure auch. Adresse findet ihr hier drunter. Die Geburtstagskinder haben gerade ihre Kerzen ausgeblasen, als es an der Tür donnerte. Es war die Staatsmacht, es war die deutsche Polizei. Die bulgarische Familie, die seit geraumer Zeit in Deutschland lebt, hat einen etwas größeren Kindergeburtstag veranstaltet, wie das eben bei diesen Familien so ist. Ist ja auch völlig in Ordnung. Es waren 30 Gäste, 15 Erwachsene und 15 Kinder. Von Kontaktbeschränkungen und ähnlichem Gedöns will der Familienvater noch nie etwas gehört haben, da er nur bulgarisches Fernsehen schaut. Das kann stimmen, das muss nicht stimmen, das ist ja aber auch völlig egal. Der Punkt ist, dass wir in einer Zeit leben, dass wir in einem Land leben, wo die Polizei einfach so in eine Wohnung stürmen kann und einen Kindergeburtstag auflösen. Und wie bei Grimms Märchen haben die Kinder noch versucht, sich zu verstecken im Bad, im Kleiderschrank. Es hat alles nichts genützt. Das ist Deutschland im Jahre 2021. Die Erwachsenen müssen nun eine Strafe zahlen, jeder 150 €. Und bei den Kindern wird auch noch mal geschaut, wie alt die so sind. Wenn sie über 14 sind, dann müssen sie diese Strafe auch bezahlen. Und was mich an dieser Geschichte, um es mal deutlich zu sagen, am meisten ankotzt, ist, woher wusste die Polizei überhaupt von diesem Kindergeburtstag? Ja, natürlich, weil diese Familie von ihren Nachbarn oder von einem Nachbarn verpfiffen wurde. So weit sind wir also schon wieder. Die Blockwart-Mentalität, die wir aus Deutschlands dunkelsten Tagen kennen, ist wieder da. So, das war's auch schon wieder. Heute nur kurz. Aber wir finden, diese beiden Kinder, Vanessa und Mario, haben es verdient, dass man auf ihr, ja, ich nenne es mal, kleines Schicksal aufmerksam macht, dass die Polizei diese beiden Kinder und natürlich auch die Gäste zum Weinen gebracht hat. Hau dir rein, macht weiter und bis später.